Grundlage dafür ist, was wir in den nächsten Jahren miteinander arbeiten müssen. Wir haben in den letzten zwei Jahren angefangen, im Rahmen der Fraktionskonferenz die Grundlagen dafür zu schaffen, eine sehr sachorientierte und realitätsbezogene Debatte über die Neuregelung der Finanzströme in Deutschland zu führen. Es geht nicht nur um den Länderfinanzausgleich, auch einige andere Regelungen werden 2019 auslaufen, die eine hohe Relevanz haben für die Landespolitik. Ich denke an die Regionalisierungsmittel oder an EU-Mittel. Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht ganz nützlich, dass ich im Jahre 2001 in den Folgejahren an den Verhandlungen des jetzt aktuell laufenden Länderfinanzausgleichs und auch des Solidarpaktes II aktiv beteiligt war, als damals im Haushaltsausschuss des Bundestages mitverantwortlich für dieses Thema. Und damit auch die Geburtsfehler des aktuellen Länderfinanzausgleichs einigermaßen einzuschätzen vermag. Vor diesem Hintergrund bin ich auch sehr froh, dass Grüne Kraft es geschafft hat, dass wir in den entscheidenden Gremien, in denen auch diskutiert wird, zwei Finanzministerinnen stellen aus Schleswig-Holstein und Bremen und einen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg, sodass also in allen Ebenen, relevant diskutiert wird, auch die Grünen mittun können. Das gibt uns die Kraft und die Möglichkeit, viel stärker in die Debatte über den neuen Länderfinanzausgleich einzugreifen, als das noch in den Jahren 2001 vielleicht der Fall gewesen ist. Denn der Bund ist ja eher der ehrliche Makler, als der, der wirklich die Länderinteressen im Detail im Einzelnen vorantreibt. Ich habe ein hohes Interesse daran, dass die Länder ihre Dezentralität, ihre Subsidiarität wahrnehmen können und habe ja heute auch schon mal ein paar Anmerkungen zu dem Thema gemacht. Wir werden das am Nachmittag noch verhandeln. Aber ich sage mal bewusst als diejenige, die auch mit ihren vier Kollegen und Kolleginnen aus den ostdeutschen Landtagsfraktionen schon deutlich gemacht hat, dass wir keinen Bedarf für einen Solidarpakt III nach dem Jahre 2019 sehen, wenn man denn die Berechnungen bei der Steuerverteilung endlich mal ehrlich führen würde, wie sie Weiland, Franz Josef Strauß immer eingefordert hatte. Als Bayern noch ein Nehmerland war, hat Herr Strauß immer gefordert, die kommunale Finanzkraft zu 100% in die Rechnung einfließen zu lassen, weil arme Dörfer und Städte natürlich die Bilanz versauen. Inzwischen trifft das auf andere Länder zu, aber das macht ja deswegen die Forderung nicht falsch. Deswegen haben wir sie auch wieder aufs Tablett gehoben. Ich danke Ihnen erstmal soweit. Vielen Dank an Antje Hermenau. Angesprochen wurde ja bereits, dass heute verabschiedet wird das neue Agrarkonzept. Bündnis 90, die Grünen, Bauernhöfe statt Agrarfabriken, Agrarwende, jetzt vorgestellt wird es von Bernhard Kühner. Ja, Margarete Bause hat es ja schon angesprochen, Bauernhöfe statt Agrarfabriken, das ist der Titel unseres Beschlusses der Fraktionsvorsitzenden heute. Wir haben durchaus auch aus aktuellem Anlass, aber nicht nur aus alleraktuellstem Anlass, ein solches Papier verabschiedet. Der aktuelle Anlass ist sicherlich die Tatsache, dass wir, ich glaube, jetzt mittlerweile drei Pferdefleischskandale haben. Vielleicht ein kurioses Wort, weil Pferdefleisch ist nicht ungeeignet zum Verzehr, wenn man wollte. Aber wenn Rindfleisch draufsteht, muss auch Rindfleisch drin sein. Der Skandal dabei ist also nicht die Gesundheitsgefährdung, sondern die massive und umfangreiche Täuschung der Kunden, weil sie nicht kriegen, was draufsteht und wofür sie bezahlen. Zuletzt jetzt mit 50.000 Tonnen Pferdefleisch, die als Rindfleisch deklariert unterwegs waren. Man sieht an der Stelle, dass wir wirklich eine Entwicklung hin haben zur Agrarindustrie und zu einer richtigen industrialisierten Lebensmittelerzeugung, die global ihre Rohstoffe holt und sie richtig hin und her schickt, quer durchs Land. Und man erkennt es übrigens auch daran, dass wenn man im ländlichen Raum sich aufhält, Landwirte sehr massiv darauf verweisen, dass sie zunehmend und ihre Arbeitsgrundlage, nämlich der Boden, zunehmend zum Spekulationsobjekt wird von außerlandwirtschaftlichen Investoren, die irgendwo sitzen, zu viel Geld haben und sagen, also Boden ist auch wegen der Welternährung in Zukunft ein Thema. Im Nordosten ist es so, dass mittlerweile 15% der Agrarflächen in Hand solcher Kapitalanleger sind. Warum sage ich das? Weil die natürlich keine regionalen Interessen haben, keine Artenvielfaltsinteressen, kein Interesse an lebendigen ländlichen Räumen und Dörfern und eben auch kein Interesse daran, Boden oder Umwelt gut zu halten. Und das alles geht auch einher damit, dass es einen Verlust an Wertschöpfung im ländlichen Raum gibt, also an Verdiensten, stattdessen an richtiges Lohndumping entsteht. Die Folgen für die Umwelt sind ja auch nicht ohne mittlerweile. Wir sehen übrigens, dass wir in der EU 56 Milliarden Euro da pro Jahr für ausgeben, 5,5 Milliarden gehen nach Deutschland. Und wir meinen, dass man dafür dann auch gesellschaftliche und ökologische und soziale Leistungen abfordern muss. Und deshalb sagen wir ja Bauernhöfe statt Agrarfabriken. Wir stellen also tatsächlich die bäuerlichen Betriebe, die Bauernhöfe, die also
mehrheitlich in Hand von Bauernfamilien sind und nicht von Kapitalanlegern in den Mittelpunkt unserer Politik. Kritisch muss man zur Bundesregierung und zur Bundeslandwirtschaftsministerin sagen, sie hat zuletzt bei den Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen in der Europäischen Union ihre Hausaufgaben nicht gemacht, sondern eher Agrarindustrie unterstützt. Warum? Weil 16 Mitgliedstaaten sich erkämpft haben, mehr Mittelzuweisungen für die zweite Säule zu bekommen. Die zweite Säule ist der Topf, der nicht direkt als Direktzahlung an die Bauern geht, sondern mit dem man Agrarumweltmaßnahmen, integrierte ländliche Entwicklung, den ökologischen Landbau, bestimmte regionale